Rede und entschuldigen Sie die kurze Störung dazwischen. Als nächstes haben wir das High-Level-Panel zum Thema, wie kann Europas digitale Souveränität gestärkt werden. Ich begrüße dazu Wolfgang Ischinger, den Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich glaube, wir sprechen ja Deutsch. Habe ich das richtig verstanden, dass wir das in deutscher Sprache machen? Ich bin außerordentlich dankbar für die Aufgabe, dieses Panel zu moderieren. Es kann gar keine Frage sein, dass Fragen um den Problemkreis digitaler Souveränität ganz oben auf der sicherheitspolitischen Agenda heute und morgen und sicherlich auch übermorgen stehen müssen. Lassen Sie mich, bevor ich an die beiden Ministerinnen einige Fragen stellen möchte, lassen Sie mich nur eingangs zwei, drei Beobachtungen machen. Aus dem Gesichtspunkt der Außen- und Sicherheitspolitik ist der Machtzuwachs des Einzelnen durch Cyberspace eine Beeinträchtigung des klassischen staatlichen Monopols, was die Benutzung von Gewalt angeht. Das führt zu Konsequenzen, die wir heute noch gar nicht voll überblicken können. Eine dieser Konsequenzen ist, dass plötzlich Firmen, denken Sie an Facebook, Google und so weiter, dass plötzlich Firmen eine geostrategische Rolle spielen, die es so in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Mit dieser zunehmenden Rolle und Macht und Einflussmöglichkeit des privaten Sektors müsste natürlich eigentlich auch eine zunehmende Verantwortung einhergehen, einschließlich der Verantwortung, Standards für Cybersecurity zu etablieren und einzuhalten. Wir haben im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz versucht, in diese Richtung zu arbeiten. Schon vor 3 Jahren wurde dort von einem dieser großen Tech-Giganten von Microsoft der Vorschlag einer digitalen Geneva Convention vorgeschlagen, also um Zivilisten von den Auswirkungen von Cyberkrieg, von Cyberkonflikt zu schützen. Ein Jahr später, vor 2 Jahren, wurde in München die sogenannte Charter of Trust aus der Taufe gehoben. Und mir ist das besonders wichtig, weil wir, die Münchner Sicherheitskonferenz, gemeinsam mit großen Firmen wie Siemens, Allianz, Daimler, Airbus, IBM und so weiter, diese Charter of Trust etabliert haben als eine Vertrauensbasis in die Verlässlichkeit von Cyberverbindungen und überhaupt der Cyberwelt. Ich denke, Vertrauen ist ein Eckpfeiler jeder weiteren Entwicklung in unserer Cyberpolitik, in unserer Cyberaußenpolitik. Ohne Vertrauen werden Normen weder eingehalten noch entwickelt werden. Und ich denke, Vertrauen ist in meinem Erfahrungshorizont in der internationalen Diplomatie die Währung der Diplomatie. Wir müssen uns also um Vertrauen kümmern. Ich freue mich jetzt außerordentlich, die beiden Verteidigungsministerinnen hier in ein Gespräch bringen zu können. Ich will ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Zuschauer sich per Chatbox jederzeit an dieser Diskussion beteiligen können. Wir werden die letzten 10 Minuten dieser 40 Minuten Fragen des Publikums widmen. Ich will vielleicht mit folgender Frage anfangen und richte sie an die deutsche Ministerin, Frau Gramp-Karrenbauer. Der Begriff digitale Souveränität, der schwirrt ja durch die Diskussion neben etwas anders klingenden Themen wie zum Beispiel strategische Souveränität oder gar strategische Autonomie. Können Sie vielleicht den Zuhörern und Zuschauern
noch einmal erläutern, wie Sie digitale Souveränität, was genau ist die Zielsetzung digitaler Souveränität, so wie Sie das verstehen. Und dann will ich gleich an die holländische Ministerin, wenn ich darf, auch eine Frage stellen. Sie haben ja sehr offen, wie ich finde, und bewundernswert gesagt, dass Sie festgestellt haben in Ihrer Studie, in Ihrem Papier, dass die Niederlande noch nicht hinreichend ausgerüstet, vorbereitet sind auf die Herausforderung der digitalen Welt. Also wir wissen ja aus der Geschichte, dass es Situationen gab, in der gegen deutsche Panzerarmeen noch Reiter hoch zu Ross angetreten sind mit verheerenden Ergebnissen. Also meine Frage ist, sind wir uns, auch die politische Öffentlichkeit, sind wir uns eigentlich hinreichend bewusst, dass wir im Augenblick eine Revolution erleben, die mindestens so von so großer Tragweite sein wird, wie der Übergang von Reitergruppen zu Panzerarmeen, wenn ich an die Bilder oder an die Nachrichten über massiven Drohneneinsatz in Bergkarabach denke, wo also nicht mehr mit Gewehren oder Panzern aufeinander geschossen wird, sondern wo die Drohnen fliegen und gewaltige Verwüstungen erzeugt haben. Also wie grundlegend sind diese Veränderungen und was müssen wir tun, um das hinreichend in den Blick zu nehmen? Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Ichinger, vielen Dank für diese sehr interessante Frage. Was verbindet uns in Europa? In Europa verbinden uns natürlich viele gemeinsame Interessen. Es verbinden uns aber vor allen Dingen auch gemeinsame Werte. Und einer der herausragenden Werte ist ganz sicherlich der Wert der Freiheit, der Wert, ein auch selbstbestimmtes Leben führen zu können als Individuum und das Verständnis eines Staates, der dieses Recht und diese Fähigkeit und Möglichkeit für das Individuum auch zu schützen und herzustellen hat. Und wenn man von dieser Ableitung her kommt, dann bedeutet für mich digitale Souveränität eben in der Lage zu sein, auch in Zukunft mit Blick auf staatliches Handeln sicher, frei und das heißt ohne Einflussnahme von außen, ohne Manipulation, aber eben auch ohne Erpressung von außen agieren zu können. Und Sie haben ja eben in Ihrer Vorrede sehr zu Recht das Thema Vertrauen angesprochen. Und wenn man sich die aktuellen politischen Diskussionen etwa um den Umgang mit der Pandemie, mit Covid-19 anschaut, dann stellen wir ja fest, dass die politische Diskussion darüber zum Teil nicht mehr über die konkreten Maßnahmen geführt wird, sondern dass die politische Diskussion über die Realität als solches geführt wird und über die Frage, von welcher Realität reden wir. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied zu Debatten und zu Auseinandersetzungen der vorvergangenen Zeit. Und deswegen ist die Frage, wer gestaltet auch in einer digitalen Welt Realität, welche Fakten sind wirklich Fakten und welche Fakten sind Fake News, ein zunehmendes Mittel eben auch der Auseinandersetzung, eine zusätzliche Dimension auch von Bedrohung, von Herausforderung und der Fähigkeit, sich dagegen zu verteidigen und damit ein Stück weit auch souveräne Autonomie zu bewahren. Und das ist aus meiner Sicht der Grund und der Rahmen, in dem wir digitale Souveränität definieren und davon, von dieser Definition ableitend, auch unsere Fähigkeiten national, aber insbesondere gemeinsam mit allen Europäerinnen und Europäern aufstellen müssen. Bevor ich an die niederländische Ministerin übergebe, darf ich noch eine Nachfrage stellen zu diesem Thema. Nämlich, wie besorgt sind Sie, dass wir, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, eben doch in einer massiven Art und Weise technologisch abhängig zu sein scheinen von nicht-europäischen Anbietern? Also was muss passieren, damit diese Abhängigkeiten verringert werden? Das ist sicherlich nicht nur die Zuständigkeit der Verteidigungsminister, aber vielleicht auch die Aufgabe der Verteidigungsminister. Wenn Sie dazu vielleicht noch ein oder zwei Sätze sagen können.
Sehr gerne. Wenn Sie sich überlegen, was ist eigentlich die Grundlage des großen industriellen Erfolgs, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa gewesen, dann war es ganz sicherlich die Tatsache, dass wir in der Welt Normen gesetzt haben, ganz sprichwörtlich gesprochen, zum Beispiel die DIN-Norm. Heute sehen wir in der digitalen Welt, dass diese neu vermessen wird, anders vermessen wird, und diejenigen, die die Maßstäbe festlegen, das sind eben hauptsächlich Akteure, die nicht in Europa sitzen. Und wenn wir, wie ich das vorhin gesagt habe, möchten, dass zumindest unsere Stimme in diesem Konzert nicht untergeht, dann müssen wir dafür sorgen, dass unsere eigenen oder dass wir eine gemeinsame Fähigkeit entwickeln, eben auch diese Maßeinheiten, diese Messlatten mitbestimmen zu können. Und das setzt einen ganz zentralen Punkt, nämlich das Verständnis und die Einsicht darin, dass das kein Land in Europa alleine für sich leisten kann, sondern wir werden in diesem internationalen Konzert nur eine Chance haben und nur noch eine Chance haben, wenn wir es endlich wirklich gemeinsam europäisch tun. Dafür sind erste Schritte eingeleitet worden. Aber ich sage ganz deutlich, diese Schritte müssen deutlicher, schneller und konsequenter gegangen werden, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt darf ich mich an die niederländische Ministerin wenden. Ich wiederhole noch mal die Frage, wie grundlegend sind aus Ihrer Sicht die Veränderungen, die auf uns militärstrategisch, militärpolitisch zukommen, durch die neuen innovativen Technologien? Und inwieweit sind wir darauf ordentlich vorbereitet oder eben noch nicht hinreichend vorbereitet? Frau Ministerin. Danke sehr. Ich habe die Frage schon beantwortet. Aber kann ich noch was ergänzen, auch auf was Annegret soeben gesagt hat? Denn ich denke, dass sie recht hat, dass wir die europäische Zusammenarbeit, dass wir da viel investieren müssen, weil wir jetzt in Europa vor allem von außereuropäischen Unternehmen abhängig sind. Und nicht alle, all diese Anbieter halten sich an europäische Vorschriften, demokratische Werte und Menschenrechte und arbeiten manchmal mit staatliche Akteure zusammen. Die unsere Nachrichtendienste in Europa berichten täglich über diese Risiken und die stattfindenden Cyberangriffe. Also ich denke, dass Annegret recht hat, dass wir ganz viel investieren sollen in Vertrauen und die europäische Zusammenarbeit. Dann zur Frage. Ich habe schon gesagt in meiner Rede, dass wir sind ganz offen über, wo wir jetzt stehen. Und das ist bei uns in den Niederlanden, aber ich kann mir mehr vorstellen, dass das eigentlich überall so ist, nicht hinreichend uns bewusst von, wie schnell das alles geht. Und Sie haben da über Reiter und Panzer gesprochen. Und ich denke, dass das, ja, irgendwie ist das eine gute Vergleichung, denke ich, wie Sie das gestellt haben. Und wenn ich gucke nach der Einsatz der neuen Technologien, dann bietet die vielen EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ihre Streitkräfte zu modernisieren. Ich denke, dass wir das müssen. Und das ist die Linie, die die Niederlande in ihren neuen Verteidigungsvisionen auch verfolgen. Insbesondere denke ich, dass wir darüber nachdenken müssen, wie Technologien uns bei der Unterstützung unserer Arbeit helfen können. Und darüber hinaus kann der Einsatz von Technologien dazu beitragen, militärische Einsätze sicherer und auch präziser zu machen. Das ist sehr wichtig für unsere Arbeit. Und die zunehmende geopolitische Bedrohung verlangen nach technologischen fortschrittlichen Streitkräften. Und ich sehe in der Nutzung von Technologie große Chancen. Aber wir sollen da auch zusammenarbeiten innerhalb Europa. Und das ist eigentlich für mich die Kern der Sache. Ich finde, dass wir, und ich möchte das gerne mit Annegret zusammen machen, mit Deutschland. Ich finde, dass wir das Thema weiterbringen sollen.
Und das gilt sowohl für die Forschung und Entwicklung als auch für die Entwicklung ethisch-rechtlicher Rahmenbedingungen für den Einsatz neuer Systeme. Denn das habe ich nicht angesprochen in meiner Rede, aber das ist, denke ich, ein wichtiges Thema für uns auch auf der europäischen Ebene oder auf der NATO-Ebene, um darüber zu reden. Also das würde ich nochmal sagen. Und ich denke, dass innerhalb der EU sind wir schon übereingekommen, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Anwendung neuer Technologien unter sinnvoller menschlicher Kontrolle bleibt. Aber wir sollen uns die Fragen, die das gibt, auch immer stellen. Das ist, was ich jetzt dazu sagen kann. Ja, vielen ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin. Aber da will ich doch auch noch, wenn ich darf, eine weitere Nachfrage stellen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kommt mir doch die Frage, haben wir es richtig gemacht, wenn wir als NATO-Mitglieder, auch natürlich auch als EU-Mitglieder, wenn wir die letzten 6 Jahre eigentlich immer nur in unseren Öffentlichkeiten über dieses berühmte 2%-Ziel diskutiert haben? Müssten wir nicht eigentlich, das wäre meine Frage an Sie, die Diskussion darauf fokussieren, dass es nicht einfach schlicht um mehr Geld geht, sondern dass es um Geld für die Modernisierung, für die Digitalisierung, für die Transformation unserer Streitkräfte und unserer Infrastruktur geht und dass solche Ziele natürlich viel Geld kosten werden und kosten müssen. Das würde nach meinem Eindruck die Öffentlichkeit vielleicht sogar noch etwas leichter verstehen, als das 2014 damals formulierte allgemeine 2%-Ziel. Können Sie dazu vielleicht noch einmal aus Ihrer Erfahrung etwas sagen? Vielen Dank. Ja, das kann ich sicher. Und eigentlich sind wir uns ganz einig. Ich denke, es ist sehr wichtig, nicht nur über Geld zu reden. Obwohl, es ist auch Vertrauen, wenn man eine Verabredung hat, dass man dann da sich daran hält. Aber ich denke, wir sollten nicht nur über Geld, also Cash Capabilities Commitments, nicht nur über Geld sprechen, aber auch über Kapazitäten. Und wir haben in unser Papier haben wir darüber geschrieben, dass es sehr wichtig ist, uns die Bedrohungen dieser Zeit anzusehen. Und wenn man guckt nach die Bedrohung, wenn man das sieht, dann sieht man eine Entwicklung, die so schnell geht, dass wir darüber reden sollen. Und das ist, was in unserem Papier auch steht. Und wenn wir die Bedrohungen ernst nehmen, dann sollen wir eine andere Diskussion führen müssen. Dann werden wir eine andere Diskussion führen müssen im NATO. Was werden wir sein in 2035? Was wollen wir sein in 2035? Was sehen wir in unserer Umwelt? Und wie stehen wir dann als Organisation, Verteidigungsorganisation da? Und das machen wir viel zu wenig. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt darf ich mich noch einmal an Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer wenden. Ich möchte zurückkommen auf die Frage der europäischen Schwäche oder jedenfalls noch nicht vorhandenen Stärke im Bereich der Software- und Digitaltechnologieentwicklung. Also wir schauen mit Bewunderung, aber auch mit Sorge auf die alles überragende Rolle nicht europäischer großer Unternehmen. Frage, laufen wir da Gefahr, abgehängt zu werden? Wie groß ist die Chance, dass wir durch
Pooling and Sharing, das ist ja ein Begriff, den wir seit längeren Jahren im Bereich der europäischen Verteidigungspolitik verwenden. Können wir Ideen wie Pooling und Sharing einbringen, wenn es darum geht, die europäische Software- und Digitalindustrie so zu stärken, dass sie für die Modernisierung der Verteidigungsfähigkeit unserer Armeen, unserer militärischen Rüstung und Ausrüstung hinreichend leistungsfähig sind. Also ich würde gerne noch einmal ein paar Worte von Ihnen hören zu dem Zusammenspiel zwischen den militärischen Erfordernissen und den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich bieten. Und die eigentliche Frage ist natürlich, schaffen wir es, hier europäische, grenzüberschreitende, gemeinsame Lösungen zu schaffen? Das war in der Vergangenheit ja häufig, wenn es um Rüstungsunternehmen ging, schwierig, weil es häufig um nationale Eitelkeiten oder Arbeitsplätze und den Schutz der eigenen Arbeitsplätze vor der Abwanderung ging. Da wäre ich noch einmal für einen Kommentar von Ihnen dankbar, Frau Ministerin. Ja, sehr gerne. Ich würde gerne noch eine Bemerkung machen, aufsetzend auf das, was Ihre letzte Frage beinhaltet hat und auf das, was Anke gesagt hat. Wir versuchen und ich versuche seit einer geraumen Zeit deutlich zu machen, was sich eigentlich hinter der Chiffre 2% verbirgt. Und dahinter verbirgt sich eben, dass wir zugesagt haben, 10% auch der zukünftigen Fähigkeiten der NATO von Deutschland aus bereitzustellen. Und wenn man das in Geld übersetzt zum Fähigkeitsaufbau, dann braucht man dafür roundabout bei einem normalen Wirtschaftswachstum 2% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, das Geld ist immer nur ein Mittel zum Zweck, um Fähigkeiten zu haben. Und die NATO hat sich über all die Jahrzehnte mit Blick auf die Bedrohungslagen immer weiterentwickelt. Und wenn jetzt die Bedrohungslage eben auch digital ist, wenn neue Räume dazukommen wie der Cyberraum, dann müssen natürlich auch unsere Fähigkeiten, uns dagegen verteidigen zu können, entsprechend aufgebaut werden. Was das Thema anbelangt, das Sie eben angesprochen haben. Zum einen, glaube ich, muss man festhalten und sich aus meiner Sicht ein Stück von der Vorstellung lösen, man könnte in einem Kontinent und einer Europäischen Union, die so vielfältig ist, wie sie ist, dadurch erfolgreich sein, dass man große europäische Zentralen aufbaut, die dann in alle Länder ausstrahlen. Ich glaube, dass wir gerade jetzt beim Thema Digitalisierung sehen, dass wir sehr viele exzellente Ansätze in den unterschiedlichsten Ländern haben. Und unabhängig von der Größe der Länder, so ist es ganz sicherlich so, dass die baltischen Staaten in Sachen Digitalisierung uns zum Beispiel in Deutschland ein gutes Stück voraus sind. Was wir aber gerade im Zusammenhang mit CODE und mit Concordia sehen, ist eben der Ansatz zu sagen, dann lasst uns diese exzellenten Ansätze überall in Europa zusammenführen, damit wir daraus ein wirklich europäisch abgestimmtes und agierendes Netzwerk haben. Ich glaube, das ist die richtige Methode, um da voranzugehen. Und ja, dazu brauchen wir nicht nur den öffentlichen Sektor, dazu brauchen wir auch den privaten Sektor und Unternehmen. Und wenn man sich einmal nicht nur bei den Start-ups, sondern auch bei den sogenannten Unicorns umschaut, dann muss man sehen, wir sind dort in Europa nicht schlechter als etwa Unternehmen in China, Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder sonst wo auf der Welt. Das heißt, viele kluge Köpfe haben wir hier, viele auch kluge Geschäftsideen und Innovationen haben wir hier in Europa. Was wir aber immer wieder feststellen ist, dass gerade diese Unicorns, wenn sie an eine gewisse Wachstumsgrenze kommen, es in der Regel nicht schaffen, dass wir diese Unternehmen mit europäischem Geld so unterstützen, dass sie hier bleiben können und hier wachsen, weil wir keinen, ich sag mal, Binnenkapitalmarkt haben, der das möglich macht. Das heißt, wir zwingen geradezu unsere innovativen, wirklich auf Wachstum angelegten, auch technologischen jungen Unternehmen, wir
zwingen sie gerade dazu, auf Kapital etwa aus den Vereinigten Staaten oder aus China zurückzugreifen. Und damit verlieren wir auch Einfluss. Deswegen gehört aus meiner Sicht diese Komponente von europäischer Politik und von wirklicher Verwirklichung eines Binnenmarktes eben elementar mit dazu, wenn es darum geht, Unternehmen hier so wachsen zu lassen, dass sie in der internationalen Konkurrenz eine Rolle spielen können. Das ist nicht die Frage der Innovationsfähigkeit, da können wir alle Male mithalten. Es ist die Frage der Skalierung, der Frage der Größe und ob wir in der Lage sind, so etwas mit europäischem Geld in Europa aufzubauen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will an dieser Stelle die Zuschauer und Zuhörer noch einmal ermuntern, Fragen einzureichen, Fragen zu stellen. Bisher sind auf meiner Liste noch keine oder nicht viele eingegangen. Das ist eine große Chance. Melden Sie sich doch. Es gibt ja sicherlich sehr, sehr viele Fragen zu diesem Komplex. Wir haben noch etliche Minuten Zeit. Und ich würde vorschlagen, dass wir, dass die beiden Ministerinnen mit mir gemeinsam jetzt von den sozusagen europäischen Fragen sich auch noch einmal den transatlantischen Aspekten zuwenden. Jetzt haben wir in den letzten Tagen ja nun im Prinzip erfreuliche Mitteilung aus Washington gehört. Es ist ein Wahlkampf zu Ende gegangen. Vielleicht ist es eher unerfreulich, dass Ihr amerikanischer Kollege über Nacht seinen Job verloren hat. Aber das ist ja nicht unser Hauptthema hier heute Morgen. Meine Frage lautet, und ich richte sie an beide Ministerinnen, wie denken Sie, können, sollten, müssten wir die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit den Vereinigten Staaten künftig versuchen zu organisieren. Dass es hier multiple Ansätze im Rahmen der NATO-Zusammenarbeit gibt, ist uns allen klar. Aber ich denke, gerade der Cyberbereich ist ein Bereich, in dem es, wie Sie beide ja gesagt haben, auch um die Zusammenarbeit mit Privatunternehmen geht, mit den großen Tech-Giants. Und so weiter. Das geht also eigentlich weit über den klassischen Zuständigkeitsbereich der Nordatlantischen Allianz hinaus. Wir brauchen also hier sicherlich auch zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten im Bereich von Cybersecurity ganz allgemein Zusammenarbeitsüberlegungen, die in die Zukunft reichen. Also vielleicht lassen Sie mich mal die Frage so formulieren, um Sie ein bisschen zu provozieren. Diese Charter of Trust, die ich eingangs erwähnt habe, also ein freiwilliger Zusammenschluss großer Firmen, die ihr Geld unter anderem auch mit Cybersecurity verdienen, um ihren Kunden Sicherheit zu geben, würde es eventuell Sinn machen, über eine Art transatlantische Charter of Trust, Charter of Digital Trust mit den Vereinigten Staaten in ein Gespräch einzutreten? Oder welche Möglichkeiten sehen Sie, eine vertrauensvolle Basis trotz industriellen Wettbewerbs in diesem Bereich mit den Vereinigten Staaten zu schaffen in der gemeinsamen Zielsetzung, die digitale Revolution im Verteidigungsbereich gemeinsam in den Griff zu bekommen? Vielleicht erst an Sie, Frau Kramp-Karrenbauer, und dann an Ihre niederländische Kollegin. Bitte. Ich glaube, wir stimmen alle überein, dass der Ausgang der Wahl in den Vereinigten Staaten uns die Chance gibt, das transatlantische Verhältnis auch wieder ein Stück weit auf eine neue Basis, auf eine festere Basis auch zu stellen. Und ich muss sagen, ich persönlich habe es sehr bedauert, dass ich sozusagen meinen Kollegen in Amerika verloren habe, weil Mark Esper ein wirklich geschätzter Kollege war, der
der immer auch für diese transatlantischen Beziehungen eingestanden hat. Wenn wir darüber reden, dass wir jetzt ein Momentum haben, dann heißt das nicht, dass die Fragen, die ja auch in der Vergangenheit unabhängig von der Tonalität zwischen Europa, auch Deutschland und den Vereinigten Staaten in Rede standen, also Burden Sharing und andere Fragen, dass die jetzt verschwunden wären. Die werden auch unter einem Präsidenten Joe Biden vielleicht sanfter im Ton, aber in der Sache genauso hart vertreten werden. Wenn ich sage, wir haben jetzt die Chance, dass ein Stück weit auch auf neue Beine zu stellen, dann habe ich das auch einmal in diesem Begriff New Deal geklärt. Das ist ein Begriff, den wir gemeinsam, der Außenminister und ich, gebrauchen, wo aus meiner Sicht zum Beispiel die Frage ist, sollen wir wirklich weitermachen in unseren Handelsbeziehungen, indem wir uns gegenseitig mit Strafzöllen belegen, oder wäre es nicht intelligenter zu sagen, wir versuchen ein Abkommen zu schließen, das überhaupt keine Zölle mehr auf unsere Waren gegenseitig erhebt. Das hat sicherlich auch die Dimension Digitalisierung. Und ich finde, diesen Gedanken, sozusagen ein Qualitätssiegel auch zu haben im Sinne von, wer teilt die gemeinsamen Werte, wenn es um Privacy geht, wenn es um die Frage der Zurechenbarkeit, um die Daten, um die Frage von Datensicherheit geht. Und daraus, ähnlich wie wir das jetzt in anderer Stelle mit den sogenannten Like-Minded-Staaten in vielen anderen Bereichen versuchen, ein wirkliches Netzwerk auch aufzustellen, auch in den transatlantischen Beziehungen. Und das ist im Übrigen von einer ganz praktischen Frage und Bedeutung. Wenn wir wissen, dass 5G sozusagen die Struktur der Zukunft ist oder die Struktur der Zukunft abbildet, wenn wir wissen, dass die Frage, welche Informationen wir auch über diese neuen Verbindungen der Zukunft miteinander austauschen, auch sensible Daten austauschen, dann ist natürlich die Frage, welche Unternehmen nutzen wir zum Ausbau etwa des 5G-Netzes, von einer elementaren Frage, ob diese Daten dann auch innerhalb der Partner auch in Zukunft frei fließen können. Das ist ein Thema, Anke weiß das, mit dem wir uns auch in der NATO zurzeit sehr auseinandersetzen. Und wenn wir dann eben Hersteller haben, die sich um solche Aufträge bemühen, die beispielsweise per Gesetz verpflichtet sind, Anweisungen ihrer Regierung zu befolgen, nationale Nachrichtenwesen und Dienste zu unterstützen, dann ist das etwas, was sich mit unseren Sicherheitsanforderungen eben nur schwer oder ich sag mal gar nicht verbinden lässt. Und diese gemeinsamen Standards, die müssen wir definieren, alleine schon innerhalb der NATO, und damit ist die Zusammenarbeit transatlantisch inkludiert. Ja, und insofern sehe ich einen hohen Behandlungsbedarf auch in solchen Abkommen, was das digitale Umfeld anbelangt. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Bevor ich an Frau Ministerin Beilefeld-Schouten übergebe, will ich nur sagen, ich glaube, man kann Ihnen nur voll zustimmen und Sie unterstützen bei dem Satz, dass wir doch versuchen sollten, wegzukommen vom sich gegenseitig überziehen mit Zöllen und Handelsschranken im transatlantischen Verkehr. Ich hoffe, dass die Handelsminister der EU Ihnen zuhören. Denn die haben in diesen letzten Tagen ausgerechnet, sozusagen in den Tagen seit der amerikanischen Wahl, über neue, zwar nicht sehr bedeutende, aber immerhin über neue und zusätzliche Zölle gesprochen oder auch Entscheidungen dazu getroffen. Das wäre zumindest aus meiner Sicht genau das falsche Signal an den künftigen transatlantischen Partner. Aber das führt weg von unserem Hauptthema. Frau Ministerin Beilefeld-Schouten, Ihr Kommentar. Und dann haben wir noch zwei Fragen aus dem Publikum. Bitte. Ja, ich kann das auch nur unterstützen, was Sie gesagt haben. Denn ich denke, dass die transatlantische Beziehungen, die basieren sich seit jeher auf Gleichberechtigung und profitieren von einem starken und autarken Europa. Und das gilt nicht nur für den rein militärischen Bereich, sondern auch für den digitalen Bereich.
Wir haben ja jetzt in Europa, ich bin eigentlich ganz einig mit Annegret, auch Initiative wie den in den ständige strukturierte Zusammenarbeit, wo wir jetzt den Drittländer Problematik gelöst haben. Herzlichen Dank noch Annegret auch dafür. Und das ist sehr wichtig, denn wenn wir über Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten sprechen oder mit NATO, andere NATO-Partner, dann sollen die auch in Europa mitmachen können. Ist Stärkung der europäischen Konnektivität und Interoperabilität zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und das ist auch wichtig, weil es notwendig ist, um sicherzustellen, dass auch in Europa, dass wir in der Lage sein, dass wir größere zivil-militärische Missionen und Operationen unter dem Dach seinen eigenen digitalen Sicherheit auch machen können und das auch souverän machen zu können und in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir da was erreicht haben. Ich wäre jetzt selbst noch mal neugierig, Herr Ischinger, denn ich war schon dreimal da in München. Aber Sie haben den Charter of Trust vor 2 Jahren, haben Sie gesagt, gemacht mit den Unternehmen. Ja. Was waren die größten Probleme, die Sie da hätten? Denn ich bin einig, dass Vertrauen, das ist der Basis. Aber wie ist das gegangen? Können Sie das mal kurz für mich erklären? Das kann ich gerne tun. Also die Charter of Trust ist eine, wie gesagt, eine freiwillige Vereinbarung von einer inzwischen weiter wachsenden Zahl von Firmen. Ursprünglich war einer der Impulsgeber Joe Kaeser, der Chef von Siemens, aber wie gesagt, Allianz, Daimler, Total, Deutsche Telekom, IBM, NXP, Allianz, Airbus, viele andere Firmen waren dabei. Wir haben im Rahmen dieser Charter of Trust 10 Prinzipien entwickelt, die ich jetzt natürlich nicht alle vorlesen kann, aber einige dieser Themen, zu denen sich diese Firmen verpflichtet haben, scheinen mir Themen zu sein, die für die Zusammenarbeit der Regierungen, auch im transatlantischen Verhältnis, absolut relevant sind. Also ich nehme nur mal 2 oder 3 dieser Prinzipien hier heraus. Nummer 1, die Verantwortung für Cybersicherheit ist auf höchster Regierungs- und Unternehmensebene zu verankern, indem alle Ministerien und Unternehmen einen Chief Information Security Officer benennen sollten. Punkt 1. Dann nehme ich den 5. Punkt, Innovation und Co-Creation. Das gemeinsame Verständnis zwischen Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern über Cybersicherheitsanforderungen ist zu vertiefen, um Cybersicherheitsmaßnahmen kontinuierlich voranzutreiben und neue Bedrohungen anzupassen. Vertraglich vereinbarte Partnerschaften von Staat und Privatwirtschaft sind zu fördern, also Public-Private Partnerships und so weiter. Und noch ein weiterer Punkt, den ich ganz hervorragend finde. Wir sind ja hier an einer Universität in München. Cybersicherheit zum festen Teil der Ausbildung machen. In Lehrpläne, an Studienfächern, an Unis, sowie bei Trainings sind spezielle Kurse zur Cybersicherheit zu integrieren. Und zwar nicht nur für die IT-Fachleute, sondern für die breitere breitere Arbeitswelt. Und das gilt natürlich, denke ich persönlich, insbesondere auch im Bereich der Beschäftigten im militärischen Bereich, egal ob das im Ministerium ist oder als Soldat in der Armee oder bei der Luftwaffe. Jetzt haben wir nur noch ganz wenige Minuten und ich will doch noch 2 Fragen vorlesen, die uns aus dem Publikum erreichen und wäre dankbar, wenn Sie beide so freundlich wären, vielleicht ganz kurz auf diese Fragen zu beantworten, weil uns die Zeit davonläuft. Erste Frage an Sie beide. Wie schätzen Sie eine mögliche integrative Wirkung der als gemeinsam empfundenen Bedrohung im Cyberraum ein, im Hinblick auf die Weiterentwicklung
hin zu einer europäischen Verteidigungsunion? Und die zweite Frage geht eigentlich in dieselbe Richtung. Um das zu erreichen, was Ministerin Kramp-Karrenbauer vorschlägt, brauchen wir da nicht eine in Anführungsstrichen, eine Digitalstrategie sowohl in Deutschland wie aber auch in der Europäischen Union, also eine umfassende, gemeinsam verfasste Strategie. Fangen wir wieder an mit Ihnen, Frau Kramp-Karrenbauer, und dann hat die niederländische Ministerin das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Es ist in der Tat so, dass die Bedrohungen aus dem Cyberraum Bedrohungen sind, die wir alle miteinander und grenzüberschreitend erleben. Ein Beispiel, wir sind im Rahmen einer NATO-Mission mit einem unserer Verbände vor Ort in Litauen und wir erleben dort eben auch Cyberangriffe, wir erleben Fake News, gefälschte Bilder von deutschen Panzern, die jüdische Friedhöfe schänden, also eine massive Desinformationskampagne. Und das beeinträchtigt nicht nur die Sicherheit Litauens selbst, sondern es hat natürlich auch Auswirkungen auf uns. Und deswegen wird an diesem Beispiel sehr deutlich, das sind gemeinsame Herausforderungen. Und wir arbeiten im Moment innerhalb der NATO, aber auch auf der europäischen Ebene eben daran, diese Herausforderungen auch gemeinsam zu meistern. Und wenn ich ehrlich sein darf, dabei fehlt es uns nicht oder mangelt es uns nicht an Strategien. Wir haben eine Digitalstrategie der deutschen Bundesregierung. Wir haben eine Strategie auf der europäischen Ebene. Das, was wir jetzt brauchen, ist, dass die vielen Erkenntnisse, die wir haben und die wir alle miteinander teilen, sich eben in konkrete Arbeit umsetzen, so wie sie hier in Code und bei Concordia geleistet wird. Und übersetzt zum Beispiel für uns im Verteidigungsministerium heißt das, dass wir das, was wir als richtig erkannt haben, was wir auch für richtig halten, letztendlich auch entsprechend umsetzen. Und das ist ganz harte Graswurzelarbeit, zum Beispiel deutlich zu machen bei großen Beschaffungen, dass es nicht nur um die großen Kampfsysteme der Zukunft geht, die sind immer sehr plakativ, sondern dass wir mindestens genauso viel Geld investieren müssen in die digitale Führungsfähigkeit. Wir können nicht über ein digitales Gefechtsfeld sprechen, wenn wir noch nicht einmal in der Lage sind, mit Blick auf unsere Funkgeräte uns untereinander zu verständigen. Und da hat Deutschland einen ganz großen Nachholbedarf. Also das heißt, wir haben kein Erkenntnisproblem, kein Strategieproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und daran müssen wir arbeiten. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das letzte Wort hat die holländische Ministerin. Bitte schön. Herzlichen Dank. Zur ersten Frage habe ich eigentlich nichts zu ergänzen und an der zweiten Frage eine digitale Strategie. Das ist bei uns auch so. Wir haben eine digitale Strategie, obwohl ich denke, Annegret, dass wir in Europa das noch besser machen können, dass wir da mehr nach Interoperabilität uns anschauen können. Da können wir noch Schritte setzen, aber wir haben auch in den Niederlanden eine digitale Strategie. Wir sind jetzt auch an die konkrete Arbeit und das ist deshalb haben wir auch die Zukunft geschätzt in unseren, wie wir das sehen in 2035, was wir denn jetzt machen sollen, um auch da zu kommen. Also ich bin da einig, dass es um konkrete Arbeit geht und die Umsetzung. Und da haben wir noch viele Schritte zu machen. Und wir können uns auch mehr einigen, denke ich, auf der europäischen Ebene, ob Themen wie, wie machen wir das mit 5G, wie machen wir das mit großen Betrieben. Da können wir noch Schritte machen, denke ich. Und jetzt soll ich eigentlich gehen, denn wir haben eine Versammlung des Kabinetts im Rahmen der Corona-Krise und deshalb bin ich auch nicht nachher mehr da. Vielen Dank, Anke, und alle eine gute Beratung und toi 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 auch euch in der Bewältigung der Krise. Danke. Vielen Dank an Sie beide, Frau Weidefels-Schauten, Frau Kramp-Karrenbauer. Herzlichen Dank an die beiden Ministerinnen. Ich denke, es war eine super spannende Diskussion. Jetzt gebe ich zurück an die Moderatoren. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Auf Wiederhören. Sehr, sehr.
Thank you. Thank you to our panel for an inspiring discussion. Vielen Dank an das Panel für die Diskussion. Ich möchte auch dem Publikum danken für Ihren Beitrag. Jetzt haben wir eine Pause. Normalerweise würden Sie jetzt das Mittagessen einnehmen und sich die verschiedenen Aussteller angucken. Bei uns im Atrium heute geht das leider etwas anders. Wir haben virtuelle Stände, die Sie sich angucken können. Und wir treffen uns hier wieder um 12.45 Uhr und dann wird die Konferenz weitergehen. Bis dahin.